Potsdam und herzlich willkommen in irgendeinem grünen... Oh, nein, das gibt's doch nicht. Ich wurde selber geroadkillt von... Ich hab keinen Bock mehr, ey, scheiße. Okay, ja, ich respawne mal. Aber ich setze jetzt hier die Zeit auf frühen Morgen. Also, ich habe jetzt keinen Bock, euch sowas anzutun. Ein Shirt. Wo bin ich denn gestorben überhaupt? Ich habe gar keine Ahnung gerade. Ich habe null Ahnung, wo ich gerade war. Heftig. Aber ich glaube, ich war ja irgendwie auf dem Weg. Ich wollte ja eigentlich nach Hause fahren. Ich bin hier raus. Irgendwo hier müsste ich sein. Und ich bin jetzt hier. Ja, nice. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Runter sollst du gehen. Ach, der Penner hier. Okay, oh, okay. Nichts passiert, nicht viel zumindest. So, weil hier ist so eine Safe Start Zone, wo man anfängt. Und ich werde mir jetzt ein Auto und Gas spawnen, ne? Um dann wieder dahin zu kommen, zu meinen coolen Sachen. Alle, die liegen da jetzt. Mega beschissen. So, Vehicle, Dead Sheep, 33. So, und ich gebe mir nochmal einen Gas-Can. Ach nee, ich muss ja Add-Gift machen. So, Add-Gift, Dead Sheep, welche, warte mal, 28, 2? Nee. Irgendwas war da auch falsch. Ich guck nochmal, Sekunde. So, Add Gift Dead Sheep 28.2. Ah, perfekt. So, ich muss ja hier erstmal jetzt irgendwie wegkommen, ne? Also. Und ich renne jetzt bestimmt nicht nochmal dahin. Doch, ich will meine Sachen jetzt haben. Ich fahre da jetzt hin. Ich fahre jetzt hier über Stock. Über Stock und Stein wollte ich gerade sagen. Und baller hier mal lang. So. Wo muss ich denn überhaupt hin? Fahre ich in die richtige Richtung? Ja, ich muss ein ganzes Stück hier die Straße hoch. So eine verfickte Scheiße. Weißt du, spawn ich da im sich drehenden Auto und dann bin ich tot. Ätzend. Also, kann ich auch nichts für, ne? Fahr ein bisschen hupend hier rum. So, hier irgendwo rechts, was ist da? Da liegt ein Polizeiauto. Oh, ich hätte irgendwie hier... Ach ja, ich fahr jetzt hier so links hoch. Den tot dabei. So. Und dann hier rechts am... Boah, das war ein hoher Bordstein, da muss man aber echt aufpassen. So, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Gansladen sehe, dann halte ich da, gehe da rein. Guck mal, da lag irgendwie ein Generator, glaube ich sogar. Wo muss ich denn hin hier? Ich muss einfach hier geradeaus erstmal. Luftlinie geradeaus. Ich gehe jetzt hier nirgendwo rein. Ich fahre jetzt hier durch und hole meine Sachen, ey. Meine geilen Sachen. Alice Pack. Die voll geilen Gewehre alle, Alter. Das darf jetzt einfach nicht despawnen. Dann raste ich aus. Oh, 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 oh. So, wo bin ich denn? Hier lang? Ich muss ein bisschen links. Ich fahre einfach so voll querfeld ein. Alter Vater, ey. So, hier springen wir wieder bestimmt. Yeah. Hier ist Nickes. Wo muss ich denn hin? Da hoch noch? Ich muss immer geradeaus erstmal noch, ey, heftigst. Guck mal, er sieht auch nicht sehr begeistert aus, ja? Davon, dass er jetzt da seine Sachen wiederholen muss. Bei seiner eigenen Leiche. Die vielleicht ein Zombie geworden ist. Da muss er sich selber als Zombie töten. Das ist einfacher, als sich selber als Menschen zu töten, glaube ich. So, ja, komm. Das hat auch nicht schneller fährt hier. Hoffentlich ist das Auto nicht explodiert. Der Krankenwagen. Das wäre voll mega Absturz. So. Hier muss ich so halb links, würde ich mal sagen, ne? Ja, das ist richtig. Da ist eine Gasstation. Da kann ich hier die Karre nochmal auffüllen, aber brauche ich eigentlich nicht. Kann ich lieber zwei tot fahren noch. Tue ich mal ein gutes Werk hier. Guck mal, nochmal zwei Benzinkanister. Krass eigentlich. Wie viel Platz habe ich denn? Ne. Okay, wo muss ich denn lang? Weil ich war da drüben bei dem Military. Auf jeden Fall. Dann bin ich da hinten rausgefahren. Da ist ja so eine langgezogene Straße. Ich fahre erstmal... Wo bin ich denn hier? Da bin ich. Ich muss halt so quasi ein bisschen rechts und dann über den Tunnel. Hau ab, du Scheiß-Zombie. Mein Gott, das Auto lässt sich aber auch schwer fahren im Gelände. So wie ich fahre. Ist das ein Tunnel da lang? Ja, das ist tatsächlich ein Tunnel. Da kommt einer, ein Terroristen-Zombie, Hilfe! So, weg hier. Okay, erstmal durch diesen super langgezogenen Tunnel, der unter Wasser hergeht. Verstehe ich auch nicht. Aber muss man vielleicht auch nicht verstehen. Was ist denn hier? Ist hier eine Waffe bei? Nee. Weil eine Waffe wäre schon schön gewesen. Aber ich hebe gleich lieber alle meine Sachen auf. Das freut mich dann viel mehr. Ich habe gedacht, da wird links ein so ein großer stehen, ey. Okay. Matsch. Totgefahren, Junge.
Okay, wo geht's hier lang? Eigentlich ja, muss ich hier so querfeldein hoch. Irgendwo da oben muss mein Auto liegen. Oder stehen. Man weiß es noch nicht, ob es liegt oder steht. Ich hoffe, dass irgendwo hier nur die Military Base. Oh, wow. Okay. Macht ja alles mit, der Wagen. Wo bin ich denn lang gefahren wohl? Hier ist die Military Base. Kann auch sein, dass ich hier... Hoffentlich ist das Auto nicht irgendwie weggeschleudert. Aber irgendwo in der Nähe der Military Base. Ich fahre jetzt hier einmal schnell ab und guck mal, ob ich noch irgendwas finde. Von meinem Autochen. Ich glaube, irgendwo da oben. Kann das sein? Da vorne, war das das? Mal hallo? Ist jetzt nicht wahr, ne? Aber da ist mein Auto. Tschakka, ich hab's gefunden. Yeah. Und es steht sogar richtig. Dann kann ich hier direkt noch ein paar Waffen nehmen. Ich bin wieder voll und kann nochmal da reingehen und gucken, was da Sache ist. Aber der darf mich jetzt nicht bemerken da, sonst wird's nervig. Okay, was hebe ich denn mal zuerst auf? Erstmal das Alice-Pack und diese Weste. Ah, das Nachtsichtgerät. Eigentlich müsste hier alles reinpassen. Jetzt hat er wahrscheinlich so beschissen gepackt. Wo habe ich das denn alles gehabt? Fehlt hier noch irgendwas zum Anziehen oder was? Eigentlich nicht. Ach doch, hier. Passt da mehr rein oder was? So... Okay, das habe ich schon mal hier drin. Was ist mit der Kiste hier? Die Kiste ist auch voll, scheiße. Also das kann ich ja schon mal wegkloppen. Die kloppe ich weg, die habe ich ja vorhin gescheatet, ne? Schmeiße ich erstmal weg. So, was kann ich denn noch? Was ist das hier? Das ist die Golden Dingens. Viel wegschmeißen kann ich eigentlich gar nicht mehr. Die Desert Falcon will ich ja schon gerne mitnehmen. Was ist das hier noch? Ich habe echt keinen Platz mehr. Was habe ich denn aufgehoben hier? Carjack, Rope schmeißen wir mal weg. Dafür kann ich schon mal ein so ein Magazin mehr nehmen. Pop-Tarts haben Sammlerwert. Die Timberwolf-Magazin sind nur 6 Schuss drin. Kann ich hier nicht irgendwas umschichten, dass ich hier so einen Viererblock freikriege oder so? Erstmal das hier rüber. Und das droppe ich auch mal. So. Jetzt machen wir erstmal das hier hin. Was ist das hier? Military Suppressor brauche ich noch. Ich könnte mal einzelne Rakete wegschmeißen, dann kann ich den hier hochtun und schon mal die Desert Falcon mitnehmen. So, hier passt wirklich gar nichts mehr rein, ne? Nee. Aber egal. Ich hau jetzt erstmal ab mit der Karre hier. Wo fahre ich denn mal hin? Erstmal hier runter. Hier bin ich ja hergekommen. Den ramme ich jetzt noch. Mal gucken, ob der sich dann bewegt. So, vielleicht steht er dann wieder. Dann kann man den irgendwann... Jawohl. Dann kann man den irgendwann später mal benutzen. So, wo geht denn meine Tour weiter? Hier hin? Reaper's Oasis? Ja, ne? Ja. Oh, guck mal. Aber ich mach mal wieder an. So, fahre ich so richtig? Ja. Und mach hier raus. Die Kiste schön im Bild, sorry. Aber hier draußen geht die Night Vision nicht. Oh, da muss ich ja schon fast so fahren. Aber ist schon angenehmer, ne? Oder? Findet ihr doch bestimmt auch. So, hier braten wir erstmal volle Lutsche lang. Oh, die Oasis ist hier gleich rechts wahrscheinlich, ne? Ich fahre einfach mal hier lang. Oh, guck mal, das ist ein riesiger Turm. Ich fahre mal hier rechts, ne, hier so. Auch auf der richtigen Spur. Aber ich bin eigentlich voll, ich muss eigentlich nach Hause. Das macht gar keinen Sinn hier. Komme ich hier jetzt zurück nach Hause? Wenn ich hier rechts fahre, kam ich hier gerade her? Weil der sieht ziemlich lang aus, der Tunnel. Ich guck mal, wo ich hier hinauskomme. Aber eigentlich müsste ich da zumindest schon mal wieder... hier irgendwo auskommen. Ach, der geht wahrscheinlich wirklich nur durch den Berg und dann kann ich da draus quasi eigentlich geradeaus durch den anderen Tunnel fahren. Da ist er doch schon, direkt daneben. Ich habe jetzt schon gedacht, hier wäre alles geblockt. So. Boah, voll an der Wand lang geglitscht so. Jetzt hat er sich aber auch wieder aufgeschaukelt, die Karre. So, hier drin ist es irgendwie schön hell, ne? Also, sieht man auch schön, wie das Blut überall hinspritzt. Na, seid ihr hier? Sind ein paar Zombies da? Nein? Oh. Schade. Und wenn ich zu Hause bin, baue ich erstmal ganz viele Crates da oben drauf. Zweietagig 16 Crates. So, du Affe. Oh, oh, scheiße, das Auto ist kaputt. Ich steig mal aus. Hab ein Tactical Light als Waffe. Ja, awesome. Okay, der ist schon mal tot. Der auch. Kommt noch irgendwo einer her? Nein. Okay, das war's nämlich. Ich hatte hier nämlich die Waffe drin, glaube ich. Ja, die hatte ich zuletzt drin. Aber gut, ich habe ja die Blowtorch bei. Ne? Wenn das Auto was hat, muss man jetzt sofort reparieren. Aber ich kann nichts reparieren, weil ich erstmal was fressen muss hier.
So, da gibt es ja auch ein bisschen Flüssigkeit durch. Und dann habe ich jetzt genug Platz, damit die Pistole in der Zeit dahin kann. Boah, wie ätzend, ey. So, den machen wir mal eben schnell auf 100%. Finde ich besser immer. So, hau rein. So, fertig. Wie nachtig ist es denn? Ach, es wird schon wieder Tag. Schön. Das ist gut. Ist das denn hier die richtige Richtung? Ja. Ich muss eigentlich nur hier geradeaus fahren noch. Da müsste ich eigentlich zu Hause sein. Weil ich bin mir nicht sicher genau, an welcher Stelle dieser Stadt hier mit den ganz vielen Schriften ich bin. So, fahren wir erstmal geradeaus hier. Ne? So, ganz entspannt. Leichte Rechtskurve. Wir lehnen uns leicht in die Kurve mit dem Krankenwagen. Was ist denn da hinten? Das war auch irgendwas Großes, so ein Flughafen oder so. Es wäre noch geil, wenn man irgendwie Helikopter hätte. Das fände ich schon Porno. Ich muss mal gucken im Workshop, ob es mittlerweile irgendwelche funktionierenden Helis gibt. So, ich fahre einfach mal hier ganz halsbrecherisch diesen Berg hinauf. Weil ich glaube, von da kann ich dann vielleicht mein Haus schon vielleicht sehen. Und, oh Gott. Nee, hier ist schon mal nix. Kann ich nix sehen, hier ist ein Kackspielplatz. Also scheint mein Haus auf der anderen Seite der Stadt zu sein. Okay, baller ich einfach voll durch. Wenn hier der Zaun von dem scheiß Feld mal irgendwie ein Ende hätte. Aber ich glaube, das ist hier. Da drüben irgendwo muss mein Haus doch sein. Oder da hinten? Oh, die waren aber sauer. Ach guck mal, hier wäre auch eine schöne große Fläche gewesen. Aber ich weiß nicht, ob da welche spawnen. Aber scheiß drauf. Ich habe ja ein awesome Haus dahin. Oh, guck mal. Hi. Ah, hier links ist es doch. Oh, so. Okay, fahren wir erstmal in die Entladebucht. Die Kiste kriegt keinen Schaden. Ach, guck mal, hier steht sogar noch ein Auto mit einer Kiste, wo auch noch was drin ist wahrscheinlich. So. Guck mal, da hinten. Oh, ich hab keine Muni. Oh Gott. Auch keine Muni. Wo ist denn hier Muni drin? In der hier, in der Grizzly. Guck mal, hier kann er gar nicht durch. Das hat die halbe Map gehört. So, dann machen wir die Tür zu. Und jetzt sortieren wir erstmal. Hier rechts kommen jetzt die richtig guten Sachen rein. HSK. Die kann ich auf jeden Fall schon mal reinlegen, weil da habe ich keine Muni für. Für die auch nicht. HSK ist noch eine. Krass, okay. Da muss ich die schon mal in die nächste packen hier. War jetzt eine HSK? Ja. Hier die Nyanfire wollte ich ja eigentlich mal reinpacken, ne? Wieso konnte ich die jetzt nicht... Komm, hier. Lass mich doch! Wieso kann ich die nicht rausnehmen? Die Grizzly lässt sich nicht von selber rausnehmen. Was ist das denn? Oh, da kann aber auch nur ein Nyan-Man rein. LOL! Wie geil ist das denn, bitte? Oh Gott, das haben die gehört. Das haben welche gehört. Wo ist denn hier einer? Kommt hier einer? Ich hab doch hier gerade einen Schreien hören, irgendwo ein Zombie. Bam! Mann. Ist aber auch okay, die will ich dann doch nicht haben, die Waffe, weil die nervt auf Dauer. So, dann können wir eigentlich die direkt hier reintun. Welche nehme ich denn mal? Die könnte ich auch noch. Boah. Die Kisten sind zu schnell voll, also das geht so nicht. So, da höre ich doch einen rechts. Ich glaube, ich werde mal die Honey Badger reintun. Weil die kriegt ein normales Military Magazine. Die kriegt jetzt einen Kompressor, hier einen Schalldämpfer von mir. Geht nicht? Aber die ist für sowas scheiße, die Honey Badger eigentlich. Aber ein Mac habe ich doch eigentlich hier von. Warte mal. Ich packe mir mal kurz die hier rein. Und guck mal, ob ich die nachfüllen kann, die Packs hier. Kann ich nicht. Toll. Kann ich nicht. Okay, da muss ich mal noch ein paar mehr Waffen ausprobieren, wa? Ist hier irgendwo. Ach, hier ist ein Schalli dran. Den nehme ich mal eben ab hier, oder? Ne, der ist anscheinend so. Sieht so aus, die Waffe. Okay, das schon mal weg. Im Auto habe ich doch noch hier was, ne? Jetzt ist die Kiste echt kaputt. So, fahren wir mal kurz hier ein Stückchen weg. Die guten Sachen sind hier noch drin. Ranger Drum. An irgendeine passte doch die Ranger Drum dran. Welche war das denn? War das die hier? Die hier? Ne, die war es auf jeden Fall schon mal nicht. So, die können wir schon mal aussortieren. Ich nehme die ganzen Sachen jetzt nochmal an mich, um wirklich mal zu gucken, welche das jetzt war. Und hier draußen dieser Zombie, der nervt mich aber irgendwie. Die ist die ganze Zeit einfach rumschreien hier. Wo ist denn hier einer? Hä? Wo bist du? Ach da, guck mal. Tot. Was haben wir hier? Eine Heartbreaker.
Passte das da rein? Habe ich die Heartbreaker weggeschmissen letztes Mal, weil irgendwas leer war? Nee, ich hatte noch Ranger Drums bei. Okay, erstmal wieder die Tür zu. Hier rein. So, und jetzt nehmen wir mal kurz hier die... Nee, die Viper war das nicht. Wo habe ich denn die ganzen Sachen? Die habe ich gerade hier hingeschmissen. Oh. So, heben wir mal alles eben auf. Geht nicht. Aber die Nyan war es ja nicht. Die können wir schon mal aussortieren. So, war die das? Da passt, genau, da passen die großen Yuri-Magazine rein. Das war's nämlich. Und die lasse ich mal hier drin. Den Rest kann ich jetzt alles wegräumen. So, die hier rein. Komm her. Dich packen wir mal hier zu. Schönes Gewehrchen. Obwohl direkt hier, dann haben wir noch einen Platz frei. Für dieses fette Gewehr hier. Okay, ist denn hier irgendwo noch was drauf? Weil eigentlich einen Military Compressor habe ich ja, aber das passte da nicht dran, glaube ich, ne? Ne, da passt nichts. Habe ich hier nichts? Nee, das lassen wir mal schön so, wie es ist. Packen wir mal hier noch die ganzen Magazine rein. Ist das ein Yuri? Nein. Wie sehen denn die Yuri-Dinger aus? Yuri-Magazin. Ist wahrscheinlich nur eins drin. Egal, da sind auf jeden Fall noch genug Schuss drin. Das packen wir mal noch aus. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen sortieren muss. Aber ich würde auch sagen, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich sortiere noch ein bisschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit diesem super krass starrenden Kollegen hier. Gott, tschüss.